Das ist nicht schlau, was ich hier mache. Wir sollten direkt weg. Oh, das ist aber... Jetzt bin ich so gierig. Ich werde so gierig, Leute. Ich werde so gierig. Es sind so viele hier. Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront 2. Diesmal sind wir unterwegs hier bei Galaktischer Angriff auf Tatooine mit dem Galaktischen Imperium und wir spielen den Angriffstruppler. Ich habe heute nicht irgendwie ein besonderes Thema parat gelegt, von daher spielen wir einfach mal so ein bisschen drauf los. Ich rede ein bisschen frei Schnauze und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich zugucken. Obwohl, so ein bisschen was kann man schon besprechen, denn wenn wir hier mal auf das Scoreboard schauen, ne, so ein bisschen länger, dann sehen wir schon, es sind relativ wenig gelbe Zahlen dabei und sehr, sehr viele weiße Zahlen. Und das liegt natürlich daran, dass das Spiel momentan hier so in diesem PlayStation Plus Gratis-Spielen mit dabei ist. Und da kann ich halt nur sagen, ne, herzlich willkommen an alle Leute, die das Spiel irgendwie neu haben. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß dabei. Da war doch gerade einer, oder? Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz, ganz viel Spaß auf jeden Fall dabei. Hier kommt gar keiner. Das ist ja Quatsch. Beißt euch auf jeden Fall am Anfang ein bisschen durch, ne? Gerade wenn man so ein Held ist oder sowas, also vielleicht ein paar Tipps oder sowas. Gerade wenn man so ein Held am Anfang spielt, das erste Mal, lasst euch da nicht unterkriegen. Denkt euch da nicht so irgendwie so, yo, ich bin jetzt Luke Skywalker, ich muss irgendwie locker easy alle wegklatschen. Das ist hier so nicht. Das ist hier so nicht, dass ihr als Held irgendwie unbesiegbar seid. Deswegen, ne, passt ruhig auf ein bisschen. Gerade das erste Mal, wenn ihr die Helden spielt, nicht irgendwie zu übermütig werden. Und da muss man so ein bisschen das Gefühl für kriegen, deswegen, ne, am Anfang vielleicht ein bisschen drauf losspielen, ein bisschen testen, sich durchbeißen und dann klappt das alles auch schon. Es wäre doch gelacht, wenn ihr das nicht schaffen würdet, oder? Ich denke mal. Also von daher, ganz viel Spaß mit dem Game. Und vielleicht könnt ihr ja auch... Das ist ein Gegner. Vielleicht könnt ihr ja auch, also quasi die neuen Spieler, alle mal so ein bisschen schreiben, was euch denn jetzt bisher so am besten gefällt. Welches ist eure liebste Waffe, welches ist eure liebste Einheit, welches ist eure liebster Held, eure liebste Map, euer liebster Modi. Schreibt es gerne alles mal in die Kommentare und natürlich an die alten Hasen, die das Spiel schon länger haben. Was sagt ihr denn zu den ganzen neuen Spielern? Macht wieder richtig viel Spaß, wie ich finde. Ist super cool, dass jetzt hier so viele neue Leute mit am Start sind. Und ja, hoffen wir mal, dass es länger so bleibt, ne? Denn je mehr Leute, desto besser. Das kann man ja auf jeden Fall so sagen. Je mehr Leute, desto mehr Spaß macht das Ganze ja auch, ne? Also von daher, super cool. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwie so eine Art Magic Moment erlebt für die Leute, die das Spiel jetzt auch neu haben, ne? Die dann so sagen, ja, Mann, war richtig cool die erste Runde und dann hatte ich irgendwie als Gegner, also bei mir war das damals zum Beispiel so ein bisschen, dass man quasi von Darth Vader, ne? Obwohl man quasi gegen Darth Vader gespielt hat als Rebell, dann kommt der auf einmal so um die Ecke, man hat den gar nicht erwartet und dann wirkt er auf einmal ein und dann bricht er einem so das Genick im Machtwürgegriff und dann denkt man sich einfach nur so, wow, cool, das ist ja super cool. Das ist ja super, super cool, obwohl man gerade gestorben ist, ne? Das war aber so ein super, super cooler Moment, den man halt einfach irgendwie super toll fand, weil, ich weiß auch nicht, hat einfach Spaß gemacht, dieser Moment, hat einfach Spaß gemacht. Wir nehmen mal General Grievous übrigens. Von daher, wenn ihr irgendwie so einen Moment hattet, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und falls ihr euch übrigens gerade wundert, warum durfte denn jetzt der gute Herr hier einfach mal so den Helden direkt nehmen? Ich muss doch immer 5 Sekunden warten. Das liegt an den Events in dem Spiel. Jeden Montag ist hier Fast Spawn Event, also jetzt momentan, für heute. Und Mittwoch ist immer Doppel-EP. Das heißt, da kriegt man einfach zweifach so viel Erfahrung wie normalerweise. Oh, das ist nicht gut. Zweimal so viel Erfahrung wie normalerweise. Das heißt, da kann man richtig schön die Helden leveln oder so, ne? Da müsst ihr mal so ein bisschen gucken. Freitag ist immer Reinforcer-Tag, beziehungsweise hier Spezialeinheiten-Tag. Das heißt sowas wie der Wookie-Krieger oder der Ewok-Krieger oder sowas, ne? Die Todestruppler, die Sprungtruppler, alles sowas kosten dann alle ein bisschen weniger. Kann man häufiger nehmen, also kosten deutlich weniger. Und für die Leute, die übrigens sich fragen, was ist denn jetzt überhaupt Fast Spawn? Fast Spawn ist halt, dass man direkt reinspawnen kann, ne? Da muss man nicht warten. Also das ist dann heute, also jeden Montag. Das sind so die 3 Events, die immer wieder kommen. Von daher, ne, wäre das jetzt auch geklärt. Nicht, dass ihr da jetzt irgendwie so denkt, hey, warum ist denn das so? Oder euch allgemein mal gefragt habt. So als kleine Erklärung. Oh, das ist überhaupt nicht gut, dass der oben da mit dem Wachgeschütz steht. Ich sollte mal so ein bisschen auf mein Team warten. Die kommen gerade nicht so ganz hinterher, habe ich den Eindruck. Vielleicht gehen die auch alle eher hier so in die Richtung. Das ist ja auch ein Teamspiel, deswegen gucken wir mal, dass wir mein Team hier auch zum Sieg führen. Da ist ein aller Rebellensoldat. Den haben wir uns erstmal geschnappt. Umkämpft ist hier, umkämpft. Okay, dann gucken wir uns hier mal so ein bisschen um. Bisher scheinen die Gegner noch keinen Helden genommen zu haben. Was mich ein bisschen verwundert, bin ich der... Ah, da ist er ja, der Übeltäter, der uns hier aufhält. Ja, oder vielleicht einer der, weil es geht immer noch nicht weiter. Ich wollte gerade sagen, den habe ich doch erwischt. So, hier ist noch einer. Hello there. Um das mal beim Originalzitat zu belassen. Und hello there auch an dich, mein Freund.
So, nehmen wir es jetzt ein? Jetzt nehmen wir es ein. Alles klar. Sehr schön. So, ist jetzt noch keine? Doch, die haben jetzt zwei Helden, die Gegner. Da muss ich auch mal ganz kurz gucken. Der eine ist Level 4, der eine ist Level 6. Okay, also beides eher Anfänger. Ja, da muss man auch mal so ein bisschen den Leuten hier so ein bisschen was sagen. Und zwar hier, wenn ihr jetzt ältere Spieler seid oder hier Spieler seid, die das Spiel schon lange kennen, ne? Jagt mal nicht den neuen Spielern so extrem hinterher. Gerade wenn die einen Helden spielen oder so, lasst die mal vielleicht ein bisschen durch die Gegend laufen, ein bisschen ein paar Fehler machen auch oder so, aber also jetzt nicht euch sterben lassen. Aber man muss ja nicht total hartnäckig hinter den herrennen, so, weißt du? Das ist ja dann auch vielleicht nicht ganz nötig. Ach, der da oben, der macht mir irgendwie so ein bisschen. Der macht mir hier so ein bisschen Sorgen, der eine. Okay, jetzt haben wir sie. Oh, ich krieg da oben Schaden vom BB-8, der ist da noch irgendwo. Da ist er. Lassen wir den jetzt? Lassen wir den jetzt? Nee, komm. Sorry, dass er den jetzt auch noch vor mir reinschockt, kann er nicht bringen. Er kann jetzt nicht auch noch hier die Einheit vor mir schocken. Wäre jetzt einfach nur weitergelaufen, dann hätte ich ihn vielleicht laufen lassen. Aber so nicht, mein Freund. Das ist nicht schlau, was ich hier mache. Wir sollten direkt weg. Oh, das ist aber. Ich bin nicht so gierig. Ich werde so gierig, Leute. Ich werde so gierig. Es sind so viele hier. Es ist so ein schmackhaftes Fest. Für den guten Herrn General Grievous. Da war doch noch der eine. Den habe ich laufen lassen. Oder der ist weggerollt. Oh, das ist einfach wunderbar, ey. Das ist einfach wunderbar. Die schnappen wir uns auch noch. Du entkommst mir nicht. Noak 1812. Okay, letzte Phase ist angesagt. Das scheint mir eine recht schnelle Runde zu werden, aber es kann ja noch alles passieren. Rechts von mir ist ein Held. Gucken wir mal ganz kurz, wer das ist. Beispielsweise jetzt der, ne? Atomic Noob. Gucken wir mal, was für ein Level der hat. Ja, der ist Level 11. Hat sogar schon ein bisschen gespielt. Ich lasse den trotzdem mal in Ruhe. Der steht irgendwie so out of position. Ich könnte ihn jetzt auch noch angreifen, aber ich lasse den jetzt einfach mal in Ruhe da. Soll der mal ein Stück nach hinten gehen und seinen Helden spielen, den Meister Yoda, den lassen wir hier aber auch nicht einfach mal so da rumstehen. Den greifen wir auch mal so ein bisschen an. Wir müssen die auch nicht immer alle verfolgen, ne? Ist ja auch so eine Sache. Man kann ja auch so ein bisschen das Revier markieren hier so, hey, Luke, ne? Bis hierhin und nicht weiter. Aber das reicht dann jetzt auch. Komm, geh weg da. Siehst du mal. Alles gut, man muss den jetzt ja nicht hinterher springen und dann so ganz hartnäckig bleiben und so. Einfach mal so ein bisschen zeigen, so, hey, du kannst bis hierhin, aber weiter geht's nicht. Weiter ist einfach nicht. Ihr könnt rennen, aber ihr könnt nicht Spinnen formen oder so. So, einmal hier ganz kurz durch. Den schnappen wir uns. Jetzt ist da schon wieder einer mit dem ollen Wachgeschütz hinter mir. Das Wachgeschütz ist allgemein so ein bisschen eine Schwierigkeit, der man mit dem General Grievous... Ja, der macht das schlau. Der stellt sich da oben drauf, ne, dass ich mit der Spinnenform nicht umrennen kann. Des Weiteren hat er das Wachgeschütz, weil der weiß, ich kann mit dem guten General Grievous nicht so lange blocken. Ne? Das heißt, der wird mich dann ordentlich treffen, wenn ich da geblieben wäre. Manchmal ist hier auch der Rückzug einfach die richtige Variante. Deswegen lieber einmal defensiv bleiben, als dann irgendwie total dämlich zu sterben. 30 Kills. So, Meister Skywalker. Einmal nochmal einen Schlag mitgegeben. Der soll hier sich auch verziehen. Aber es sieht so aus, als würden wir das direkt gewinnen. Das ist doch super. Auf Nimmerwiedersehen. So, gehen wir nochmal hier oben rein. Vielleicht sind hier nochmal ein paar Leute. Hallo. Oh, der Kylo hat die schon alle. Hat er sich die schon alle gegönnt. So, ich mach das jetzt übrigens nur, weil wir sowieso gewonnen haben. Also nicht wundern. Super schnelle Runde. 32 Kills gemacht. Also eine 32er Streak gemacht. 42 Eliminierungen. Mein Team war echt super stark. Die Gegner haben sich auch gut geschlagen, fand ich. War doch eine schöne Runde. Gut, damit würde ich fast sagen, das war's mit so einer ganz, ganz kleinen Folge von Star Wars Battlefront 2. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Spiel. Und schreibt gerne mal rein, was ich so ein bisschen gefragt habe. Ne? Wie gesagt, so bester Held, beste Einheit. Wie gefällt es euch so allgemein im Moment? Und ansonsten natürlich die alten Hasen. Wie gesagt, schreibt gerne mal rein, was ihr denn so von den ganzen neuen Spielern haltet. Das hat auf jeden Fall sehr viel Pep reingebracht, wie ich finde. Gut, das war's. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao, ciao.